Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Touring-Karte. Den Mod hatte ich drauf gehabt übrigens, ich habe noch nicht gefunden. Weiß nicht genau warum. Wo er genau findet. Ich habe unter den Marken geschaut. Das ist die Kehrmaschine. Hopfenbauer, ne? Die kaufen wir jetzt gleich. Ja, das ist hier. Das soll funktionieren. Wir testen das mal gleich. Kaufen. Und gekauft. Zurück. Und jetzt werden wir gleich mal schauen, dass wir, wenn wir den wieder in Gang bringen. Das heißt, die müssen alle schön arbeiten. So, Arbeit schon normalerweise. Wo ist er schon voll? Noch nicht voll. Mal schauen, ne? Alles läuft. So, was sagt unser System? Motor starten. Es läuft zwar optisch, aber hat noch nicht gelaufen. So, dazu nehmen wir einen Traktor. Und holen uns die Kehrmaschine. Wir haben Traktor, haben wir den nicht. Den auch nicht. Wo haben wir den Traktor gelassen? Ach, hier mit der Fräse sicherlich. So, dann haben wir die Fräse, lassen wir hier. So. Und wir holen den Kärcher. Da ist den Besen. Ne? Wir holen den Besen. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Ecke geputzt kriegen. Das untere Teil nicht komplett weg, aber halt versuchen von außen das Grüne zu entfernen. Und wenn das Grüne weg ist, hoffe ich, dass wir trotzdem noch den Rest retten können. Sollte funktionieren, ich habe schon mal gesehen das Video. Da wo man rankommt, kann man das wegputzen. Und wahrscheinlich wird die Latten verkaufen müssen. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Und dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann ein platzierbares Silo aufstellen. Denn wenn hier zwei Buggy sind, wird Twitter auch Buggy sein. Sei ganz vorsichtig. Ich habe also keine Experimente mit Silage, wo wir viel Arbeit haben. Ne? Also das ist dann. Das haben alle platzierten Gebäude, die schon da sind, die haben die Probleme, also vielerorts. Ne? Muss irgendwas am System anhängen, keine Ahnung, irgendwas ist das unnötig. Wenn das klappt, muss ich ein Silo nehmen, was schon funktioniert, und dann ist gut. Das testen wir jetzt im Marsch, ob es funktioniert. Und wenn es da funktioniert, können wir es hier auch anwenden. Müssen wir halt schauen, wo wir es am besten hinstellen, möglichst dicht. Vom Feld und möglichst aus dem Hof nicht so weit. Ne? Es ist immer also so üblich, dass man die Silos in der Nähe der Felder hat, weil bei großen Mengen, wenn sie weit fahren müssen, ist es besser, wenn man nur die Silage holt und raucht. Das ist immer weniger Transportmittel, als wenn die es irgendwie weit fahren müssten. Ne? Mal schauen wir. Erstmal holen wir die Kehrmaschine und dann sehen wir weiter. Das ist Folge Nummer 10. Das haben wir vor mir. Es ist ja erst 4:07. Zum Glück habe ich morgen eine Spätschicht. Und von daher ist es nicht ganz so tragisch. Das heißt, wir können die voll durchziehen. Ich habe ein bisschen zu viel 7 Days to D gespielt, weil das mich irgendwie total gefesselt hat. Einfach so extrem mit Bauen und mit neuen Dingen erfinden, ne? Also erfinden heißt ja Lernprinzip. Ein paar Sachen suchen, ne? Die Karte ist so riesengroß, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist unsere Kehrmaschine. Die soll ja nun, dass die
Häckselgut, was in der BGH auch drin ist, was ja nicht, was ja grundfehlerhaft ist, entfernen. Muss ich mal schauen, wie wir am besten klarkommen, an der Rand kommt überall. Wenn das Grüne weg ist, dann können wir auch, dann nimmt auch die Silage auf. Zumindest ist ein bisschen was gerettet. Ne? Also was mit Terra Fabrik machen könnte, also im Prinzip so ein Teil an der, oh, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Dann künstliche Wand schaffen. Also ohne 50 cm ungefähr von der Wand einfach so ein Erdreich aufbuddeln, ne? Also im Grunde Beton. Baume selber, ein paar Blöcke aufstellen. So wie diese Börse gerade so einfällt, ne? Also Betonteile. Klick, klick, klick. Ich meine, das Prinzip ist ja im Prinzip auch unlogisch, aber es ist gut. Funktioniert. Und deswegen habe ich auch einen zweiten Rechner im Prinzip aktiviert, um da besser aufnehmen zu können. Die Aufnahme läuft, ja. Das ist auch so wichtig, weil jetzt ich muss ein bisschen mehr rechts in die Schulter schauen, weil das ist jetzt ein bisschen anders wie vorher. Ich müsste den Monitor höchstens über den Monitor bauen, dann muss man irgendwie eine Haltung besorgen. Aber gut, das ist doch nicht so wichtig. Der Monitor hat aktuell, der hat noch keine Haltung zum Anschrauben, also das kommt noch hinzu. Und so einen Tisch hinstellen, ne? Marke Eigenbau. So, wir sind angekommen. Und mal schauen, dass wir jetzt was weggekehrt kriegen hier. So, das heißt, wir müssen mal hier ran. Erstmal vorne die Ecke. Weil da sind ja diese Deko-Gewichte, das ist ungünstig, da kommen wir nicht ran. Aber wir schauen mal hier vorne mal hier vorne. Mal denken. Anschauen. Das werden wir uns mal arbeiten. Guck, das ist das Grüne, das ist das Problem. Und da ist es jetzt so, dass wir jetzt und deswegen ist das im Grunde buggy. Das ist verbuggt. Das Grüne. Anführungszeichen muss weg, dann geht's. Aber ich komme da nicht ran. Ich muss jetzt einmal sehen, dass ich hier vorne wenn wir in Beton reinkommen, teilweise geht's. Aber das geht richtig hoch. Das ist dann, da vorne sind die Gewichte, da komme ich nicht ran. Aber wir müssen mal schauen. Dass wir hier das wegbekommen. Sobald wir versuchen mal. Immer von vorne mal wegnehmen, von der Seite. Dann nehmen wir mal den Radlader weg. Dass wir hier seitlich gesehen. Ich kann dann stehen bleiben. Hier ranfahren und reinstoßen. Das machen wir in mehreren Stücken. Und die Lampen werden wir entfernen. Das heißt, sie haben verkaufen. So, Garage. Dann können wir hinterher alles wieder aufstellen, das ist kein Problem. Obwohl ich eher die BGH jetzt dann nicht mehr nehmen würde, also diese Silos. Weil ich persönlich würde dann nicht mit rum planen. Ne? Weil das Problem kommt ja im Grunde, wenn wir Silo nutzen, wieder. Vielleicht den wir verkaufen. Sonst kommen wir nicht ran. Das gleiche wird uns auch drüben passieren. Auf der Seite. Und hier kann man es ja schon direkt sehen. Und das war ja von vornherein Problem. So wie gesagt, das wird garantiert buggy und das wird auch so kommen. Jetzt müssen wir mit dem Kehl hier rein und das entsprechend das Grüne entfernen.
Leider geht ein bisschen die Lage noch flöten. Aber so können wir wenigstens einen Teil retten. Und zum Glück ist hier fast keine Deko. Sonst wäre das schwierig. Gut, haben wir ein bisschen Geld bekommen. Dann können wir die auch gleich verkaufen. Ist ja nur vorbei, ne? Ja, leider, ist immer so. Irgendwann muss immer alles vorbei sein. Dass man nächstes Jahr wieder was hat von. Macht ja nur Freude, wenn man im Prinzip immer der Spaß von vorne kommt. Vermögen kriegen wir dafür nicht, aber gut, okay. Also haben wir das System entlastet, ne? Gut. Nicht viel gekriegt, aber ein bisschen. 192 Euro. Vermögen. Mal gut, das ist viel Geld, ne? Sollte man nicht unterschätzen, das ist trotzdem eine schöne Summe. Kann man so haben oder nicht haben, ne? Wer hat's, hat besser, ne? Und wer nicht hat, hat schlecht. Dann sei mal so, 92 Euro ist schon ein bisschen was. So, war denkt nun voll oder nicht voll? War voll, ne? Aber machen wir eins fertig, sonst können wir nicht. Strohfarben wir starten. So. Jetzt müssen wir versuchen, das da ranzukriegen, und zwar allen Dingen so dicht wie möglich an die Teile ran, ne? An die Radar-Prinzip, an Möglichkeit, aber hier nicht ganz rankommen. Und wir sind mit drinne. Scheiße. Das ist das Problem, wir müssen von hier ran. Und das ist ja ein bisschen blöd, aber es geht nicht anders. Also W und E ist nicht zusammen, ne? Das ist mal blöd. So. Ich glaube, der Anhänger ist voll. Nö. Wir müssen neu starten. Neu starten. Ist das mal verrutscht? Das kann auch sein. Gute Waffe rutscht. Schau mal, ne? Was nimmt der hier auf weg? Ah, so super. Hat geholfen. Schau mal. Den Rest haben wir gesehen, hier vorne, wenn wir wenn wir nicht rankommen. Und so haben wir ein bisschen was gerettet. So, das wollen wir mal ausmachen und dann machen wir eine weiter, wenn es entsprechend verlangt wird. Wäre ja mal schade, wenn wir alles wegschmeißen müssten. Ne? So, jetzt geht was zur Richtung Frischwaterfabrik. Auf geht's. Ja, immer wieder neue Überraschung, ne?
Also mal schauen, unser Strohfahrer, ob der genau im Acker steht. Dann können wir starten und wenn nicht, müssen wir sehen, dass wir da auch noch hinbekommen. Zur nächsten Folge denke ich mal. Aber wenn nicht mehr viel Stroh liegt, mal sehen, das sieht nicht mehr viel aus. Kann natürlich täuschen. So. Ja, so Kleinigkeiten. Man kann nicht alles wissen, aber das hat man halt halt mal gesehen hier bei Speedy. Der hat es mal gezeigt. Ich habe es ja im Prinzip noch nie gebraucht, weil ich ja fast nie Silos voll gemacht habe. Also gar nicht im Prinzip. Weil der Arbeitsaufwand ist ja für einen alleine, für BGH, ist aber sehr viel. Also mit Silageballen bis da. Wenn du noch 20.000 machst, dann bist du gut dabei. So, liebe Zuhörer, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schüchtern, wie gewünscht. Ciao. Ja, man hört uns vielleicht zum nächsten Mal wieder. Tschüss.